So, es ist Dienstag, der 4. Juli 2023, Independence Day in den USA. Und hier findet aber das nächste Webinar Systematisch Trading-Chancen identifizieren, das Finanzenet Trading Depot Webinar statt. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder hier mit von der Partie seid. Gerade noch gesehen, die Etappe der Tour de France eben auch rechtzeitig zu Ende gegangen, sodass alle hoffentlich anwesend sind, die auch gerne dabei sein möchten. Ja, worüber werden wir heute sprechen? Wir werden uns natürlich auch heute wieder die Depotpositionen zusammen anschauen, welche aktuell laufen. Wir werden etwas Revue passieren lassen, wie die letzten Wochen gelaufen sind und natürlich aber auch den Blick nach vorne richten und ja, verschiedene Werte analysieren, die in den nächsten Tagen und Wochen für uns interessant werden könnten, beziehungsweise für mich. Und für euch natürlich hoffentlich auch. Und ich frage jetzt gerade erstmal in die Runde, ob ihr mich hören könnt, weil hier schreibt gerade jemand, ich sehe und höre nichts. Normalerweise solltet ihr mich hören, normalerweise solltet ihr auch alles sehen, aber vielleicht könnt ihr ganz kurz schreiben in die Fragenbox, ob ihr ja entsprechend alles hier vernehmen könnt. Sonst muss ich eben schauen, ob hier irgendwo ein Problem liegt. Ja, super. Ja, vielen Dank. Perfekt. Es kann manchmal daran liegen, wenn jemand im Webinar ist und da technische Probleme hat, also da auch schon mal für diejenigen, die vielleicht beim nächsten Mal ein Problem haben, dann hilft es oftmals, sich auszuloggen und nochmal neu reinzukommen in dieses Webinar. Dann sollte auch dementsprechend alles funktionieren. Also vielen Dank für eure ganzen Hinweise und dementsprechend können wir auch direkt bei den Hinweisen zur Fragenbox bleiben. Und zwar, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, sollte irgendwas unklar sein, was das Webinar angeht, was ich hier aufzeige, dann nutzt bitte die Chance. Ihr habt rechts, meistens zumindest auf der rechten Seite, ein Bedienpanel und dort gibt es die Rubrik Fragen. Das heißt, dort könnt ihr eben reinschreiben, sollte irgendetwas unklar sein, was ich hier aufzeige, oder aber auch, ihr habt Fragen zu gewissen Rohstoffen und möchtet gerne meine Meinung dazu wissen, dann nutzt bitte auch die Möglichkeit, schreibt es rein. Das Ganze soll hier auch interaktiv stattfinden und es ist ja kein Video, was ich hier einfach aufnehme, sondern ich möchte natürlich gerne, ja, gerne auf eure Fragen eingehen. Ja, hier kommt gerade, welches Gedicht muss ich aufsagen, damit ich etwas höre und sehe? Also, ja, ich bringt jetzt natürlich auch nichts, wenn ich jetzt sage, was man ändern muss. Eine Sekunde, ich schreibe gerade noch mal rein. Und einloggen. So, weil ansonsten, wenn ich jetzt weiterrede und demjenigen sage, er soll sich bitte neu einloggen, dann kriegt er das ja auch nicht mit. Und der Wolfgang fragt gerade schon direkt am Anfang, hallo, wird das Webinar aufgezeichnet? Ja, es wird aufgezeichnet und dann könnt ihr euch das im Nachgang auf dem YouTube-Kanal von finanzen.net auch nochmal anschauen. So, bevor wir starten, natürlich auch heute wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise. Alle Inhalte in diesem Webinar richten sich natürlich auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung und Finanzprodukte. Die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu Hebel- und Anlageprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und was immer wieder wichtig ist zu betonen, Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere das Totalverlustrisiko im Bereich des Knockouts im Falle von Turbos oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen sowie das Ausfallrisiko des Emittenten. Und ganz unten könnt ihr auch nochmal lesen, das Trading Depot ist ein Service der Finanznet GmbH in Kooperation mit mir. Und deswegen gibt es ja auch jeden Monat ein Webinar, wo wir dann auch über die verschiedenen Produktpositionen oder über die verschiedenen Produkte und über die verschiedenen Positionen im Depot sprechen können. Und ich hoffe natürlich, dass das weiterhilft, zum einen die Produkte zu verstehen, aber auch natürlich mein Trading besser zu verstehen und eventuell das ein oder andere auf sein eigenes Trading anpassen zu können. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, das erste Halbjahr war für mich sehr, sehr schwierig. Daher bin ich froh, dass ich noch einigermaßen mit einem blauen Auge dadurch navigiere bisher. Und ja, für mich ist es natürlich extrem wichtig, aber trotzdem an meiner Systematik festzuhalten, denn irgendwann wird die Systematik auch wieder besser greifen. Es wird dann wieder mehr Trades geben, die schneller anziehen. Und dann wird man auch das entsprechend in der Performance-Kurve zumindest normalerweise so erkennen. Aber wenn es eben solche Phasen gibt, wo man eben ja
deutliche Schwierigkeiten hat mit einer Systematik, dann kann ich nur dazu raten, nicht immer direkt die Flinte ins Korn zu werfen, zu sagen, es funktioniert jetzt nicht mehr alles und nach einer anderen Strategie zu suchen, sondern an dieser Strategie festhalten, denn es ist ganz normal, es wird immer wieder Performancephasen in einer Kapitalkurve geben in verschiedenen Systematiken und dann wird es auch wieder Drawdowns geben, also Verlustserien. Das gehört vollkommen dazu und was eben das Wichtige ist, ist, dass man möglichst in diesen Verlustserien ja wenig abgibt von dem, was man vorher verdient hat und dann in der nächsten Performance-Phase wieder voll dabei ist, wenn dann eben auch der Markt mal wieder ja in Anführungsstrichen besser läuft, natürlich für mich dann besser läuft oder für meine Systematik. Andere werden wahrscheinlich sagen, ja gut, wo ist eigentlich das Problem? Das erste Halbjahr lief doch super, weil sie vielleicht im Tech-Sektor sehr stark engagiert waren. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern. Dann laufen vielleicht die ganzen Tech-Aktien nicht mehr. Die Märkte kommen vielleicht auch deutlicher unter Druck. Dann läuft mein Trading wieder besser und dann wird es bei den anderen wieder schwieriger. Ich muss aber auch sagen, dass ich kaum jemanden kenne, der sagt, boah, das letzte halbe Jahr lief ja bombastisch gut. Also weder die Personen, die short waren, genauso wie ich, die sagen natürlich, es lief relativ zäh und relativ schwierig, weil der Markt jetzt schon seit langer Zeit seitwärts läuft, also der DAX. Und auf der anderen Seite, die long investiert sind, die konnten auch nicht großartig was eintüten, vielleicht mal in der einen oder anderen Aktie. Das natürlich, gerade wie ich schon gesagt habe, über den Tech-Aktien. Aber wenn man das übergeordnet sich das Bild anschaut, mal in Form vom DAX, muss man ja sagen, da war wenig zu holen. Weder auf der Long-Seite noch auf der Short-Seite. Und dementsprechend muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergehen kann. Und wir werden uns gleich natürlich verschiedene Vorfilter für den DAX zusammen ansehen, wie denn die weitere Entwicklung in den nächsten Monaten sein könnte und worauf ich zum Beispiel auch spekuliere und das auch schon seit einiger Zeit. Wie bin ich momentan im Depot positioniert? Das könnt ihr ja sehen. Es laufen sehr viele Short-Positionen, zum einen klassische Knockout-Shorts, dann aber auch sehr viele Discount-Puts. Kann man hier erkennen, Discount Warrant auf DAX. Dann haben wir hier noch einen weiteren Discount Warrant auf den DAX, also einen Discount-Optionsschein, noch einen Short auf den DAX und ja, weiter unten einen weiteren Discount-Put. Also ich bin sehr shortlastig unterwegs, was den DAX angeht. Bei Kakao laufen weiterhin die Short-Positionen. Ich hatte zuletzt ja noch eine zweite Short-Position eröffnet, aber der Kakaopreis ist aktuell weiterhin extrem stark. Auch das werden wir uns gleich natürlich anschauen, ob hier eventuell mal eine Gegenbewegung einsetzen könnte. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich auch dort nochmal in Kürze eine weitere Position aufbauen. Das ist ja genau etwas, wie ich in meinem Trading unterwegs bin. Habe ich hier schon das ein oder andere Mal gesagt, aber ich sage es natürlich gerne nochmal. Ich gehe immer davon aus, dass ich vom Timing her nicht perfekt sein kann und auch nicht sein werde. Ich weiß, es wird oftmals so verkauft in den ganzen YouTube-Werbungen und was man alles für Werbungen sieht. Es ist alles immer super einfach. Man trifft genau das Tief und man trifft genau beim Ausstieg das Hoch. Das ist natürlich alles eine tolle Verkaufsmasche, aber in der Regel wird kaum jemand genau das Tief treffen und genau das Hoch treffen. Es kann mal vorkommen. Natürlich passiert das bei mir auch ab und zu mal. Aber das ist natürlich nur in sehr, sehr wenigen Fällen überhaupt der Fall, dass man perfekt einsteigt und perfekt aussteigt. Also muss ich immer damit rechnen, dass mein Einstieg tendenziell schlecht sein wird und dass mein Ausstieg auch nicht perfekt sein wird. Wie kann ich das Ganze umgehen? Wie kann ich das Ganze etwas glätten? Ich mache es zumindest so, dass ich nicht direkt mit der kompletten Positionsgröße in einen Markt einsteige, sondern ich nehme meine erste Position auf. Wenn der Markt gegen mich läuft, dann wird eine weitere Position eröffnet. Läuft der Markt nochmal gegen mich, wird eine weitere Position eröffnet. So lange, bis sich das Gesamtrisiko, welches ich in diesem Markt eingehen möchte, ausgeschöpft ist. Und wenn dann der Markt in meine Richtung läuft, werden auch wieder sukzessive Positionen abgebaut. Also es wird ist nicht so, auf einen Schlag alles rein, was ich an Risiko bereit bin einzugehen und dann auch wieder auf einen Schlag raus, sondern langsam einsteigen und dann aber auch langsam wieder aussteigen und so kann ich das Ganze auch etwas glätten. Und es ist eben wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, zumindest sehe ich das so, weil diese Werbung mich auch ziemlich ärgert, muss ich sagen. Und immer nur werden die Top-Trades rausgegriffen und dann wird gesagt, na seht ihr mal, da sind wir perfekt eingestiegen und perfekt ausgestiegen. Traurigerweise ist es ja so, wenn man sich dann die Depots mal anschaut, da wird man sehr überrascht sein, dass die mitunter massiv im Minus in der Regel sind. Und dann wird einer von 50 Trades rausgesucht, wo es mal perfekt gelaufen ist und das wird dann verkauft. Also ich finde es extrem störend, extrem nervig, weil das auch vor allem ein komplett falsches Bild vom Trading verkörpert. Es wird ja dargestellt, dass man sich am besten an den Strand legen kann. Man muss nur dreimal auf die Tastatur drücken, trifft genau die Tiefs und Hochs und ist danach ja, schnell reich. Und das ist nun mal nicht die Realität.
Ja, aus diesem Grund verkaufen ja auch diese Personen ständig nur ihre YouTube-Kurse oder sind auch auf jedem YouTube-Video zu sehen. Mittlerweile vor jedem YouTube-Video, was ums Trading geht, kommt irgendjemand, der wo auch immer auf der Welt gerade lebt und uns zeigen möchte, wie einfach das Trading ist. Da sollte man sich immer die Frage stellen, warum muss diese Person das immer wieder machen? Warum wird so viel Geld ausgegeben für Werbung, wenn er dann doch so erfolgreich ist mit seinem Trading und eigentlich doch nicht arbeiten müsste? Also es sind ja nicht alles nur Gutmenschen, die jetzt irgendwie denken, die müssten uns das beibringen. Also ich will nichts dagegen sagen, dass jemand als Coach aktiv ist. Das ganz und gar nicht. Das kann auch sehr hilfreich sein, gerade natürlich, wenn man vielleicht nicht die Zeit mitbringt, sich von Anfang an alles selber beibringen zu wollen, was Trading angeht, und es kann natürlich auch Kosten ersparen. Ich habe ja schon sehr früh mit dem Trading angefangen, beziehungsweise mit dem Aktienhandel mit 14 Jahren, dann mit dem Trading mit 16, 17. Und natürlich gab es über die Zeit sehr, sehr viele Jahre, wo es bei mir überhaupt nicht lief, wo ich sehr viel Geld eingezahlt habe in den Markt. Hat mir aber natürlich auch geholfen, im Selbststudium sozusagen mir das Ganze beizubringen und auch mit diesen Schmerzen umgehen zu können. Und da kann natürlich ein Coach auch helfen. Wie sieht es aus mit guten Strategien? Wie kann man mit diesen Rückschlägen umgehen? Welche Systematik macht man, sollte man sinnvollerweise eventuell umsetzen? Welche Broker kann man nutzen und so weiter und so fort? Da gibt es sicherlich auch gute Coaches, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber was mich natürlich ärgert, ist dieses ständige immer wieder zeigen, wie einfach alles ist. Und so stellt es eben nicht die Realität dar. Deswegen die Realität ist, dass es eben Phasen gibt, wo man auch mal Verluste verkraften muss. Und genau in einer solchen Phase bin ich jetzt auch schon seit Anfang des Jahres. Und deswegen betone ich das jetzt auch schon mehrfach. Ist ja marketingtechnisch jetzt auch nicht gerade perfekt, dass man immer wieder darauf hinweist. Aber ich sehe es als meine Pflicht an, auch immer wieder darauf einzugehen, damit man versteht, dass solche Phasen einfach komplett normal sind, die dazugehören. Und dann gibt es auch wieder Performance-Phasen, wo es eben deutlich besser läuft. Und dann denkt man, es läuft wie ja von alleine, wie geschnitten Brot, ein Trade nach dem anderen läuft direkt ins Plus. Und dann gibt es diese Phasen, wo man denkt, man wäre der letzte Versager, weil einfach jeder Trade nach dem anderen ins Minus läuft. Und das kennt wahrscheinlich jeder von euch, der schon länger im Trading unterwegs ist. Und ja, ihr seht ja auch anhand des Depots, das ist eben mein Ansatz, dass ich auch davon ausgehe, dass oftmals Trades schnell ins Minus laufen können und eine gewisse Zeit benötigen, bis sie dann eben positiv eventuell verkauft werden können. Daher habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, das ist hier kein Marketing-Depot wie bei anderen, wo dann gesagt wird, naja, alle Trades, die Minus sind, 5%, die werden sofort rausgeschmissen und alle, die im Plus sind, werden laufen gelassen. Dann sieht das immer super aus. Man hat immer eine grüne Watchlist quasi oder ein grünes Depot, aber in der Regel ist die Performance dann negativ, weil man natürlich sehr, sehr viele Minus-Trades hat. Und dementsprechend, ja, ist das jetzt natürlich nicht gerade toll, wenn hier so viele Trades im Minus sind. Aber ihr habt es ja zuletzt schon mitbekommen, dass zum Beispiel Zuckerpositionen im Plus verkauft wurden. Auch vor einiger Zeit mal der ein oder andere Short auf den DAX verkauft wurde im Gewinn. Und dann bin ich wieder eingestiegen, als der Markt entsprechend angestiegen ist. Also das gehört eben komplett dazu. Das wollte ich nochmal direkt von Anfang an sagen, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Und ihr seht ja, die Performance pro Jahr im Durchschnitt beträgt noch 7,5%. Man muss da immer beachten, dass hier natürlich das aktuell investierte Kapital ungefähr 40% vom Ausgangswert, also vom Startkapital beträgt. Deswegen hätte ich, in Anführungsstrichen, hätte Fahrtkette das ganze Startkapital eingesetzt, dann wäre natürlich die Performance auch höher. Aber mit dieser niedrigen Investitionsquote wurde trotzdem bisher eine durchschnittliche Performance von 7,5% erzielt oder seit Start dieses Depots im Dezember 2021 12,2% in etwa. Also ich denke, es ist nicht so schlecht, vor allem weil die Investitionsquote relativ gering war über die Zeit, um das Risiko auch etwas zu kontrollieren natürlich. So, wollen wir zunächst einmal starten und uns natürlich den DAX angucken, weil ich ja eben schon gesagt habe, auf den DAX habe ich momentan sehr, sehr viele Positionen laufen, die alle short ausgerichtet sind. Also ich spekuliere darauf, dass der Aktienmarkt zurücksetzen wird. Warum ist das der Fall? Wir gucken zunächst einmal auf die klassische Saisonalität und da wollen wir ja immer schauen, gibt es gewisse Stärkephasen und gibt es gewisse Schwächephasen. Das ist jetzt eine klassische Saisonalität über 30 Jahre, also einfach ein Durchschnitt über 30 Jahre von 1986 bis 2016. Was kann man hier erkennen? Man kann vor allem drei Phasen erkennen. Eine Stärkephase von Ende Januar bis Mitte des Jahres, bis Mitte Juli. Dann eine Schwächephase bis Ende September, Anfang Oktober. Und dann wieder eine Stärkephase bis Ende Dezember. Jetzt sind wir ja im Juli angekommen und ab Mitte Juli zumindest ist mit einer Schwäche
zu rechnen, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht. Auch da sei noch mal dazu gesagt, es ist keine hundertprozentige Wissenschaft, sondern es geht hier im Trading immer um Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass der DAX ab Mitte des Jahres einen Rücksetzer aufs Parkett legen könnte. Genau aus diesem Grund habe ich ja auch schon in den letzten Tage und Wochen Short-Positionen aufgebaut, weil man natürlich hier nicht sagen kann, punktgenau, ab Mitte Juli gehe ich jetzt Short und dann gehe ich jetzt Ende August wieder kurz Long, dann versuche ich hier wieder das Hoch zu treffen und dann da wieder das Tief zu treffen, sondern es geht grundlegend darum zu erkennen, wann gibt es gewisse Stärkephasen und wann gibt es gewisse Schwächephasen. Und diese Schwächephase beginnt Mitte des Jahres und soll sich so bis Ende September, Anfang Oktober ziehen, zumindest wenn wir uns mal die klassische Saisonalität anschauen. Als nächstes schauen wir auf den Vier-Jahres-Wahlzyklus. Und das ist jetzt der US-Wahlzyklus, also nicht hier die Bundestagswahlen in Deutschland, sondern es geht hier um die US-Wahlen und dort stehen nächstes Jahr Wahlen an. Also haben wir hier ein Vorwahljahr, Pre-Election Year. Und diese Vorwahljahre, umgemünzt auf den DAX, die sehen tendenziell sogar interessanterweise sehr ähnlich aus wie die klassische Saisonalität. Von Ende Januar bis Mitte Juli in etwa soll es steigen. Dann soll es eine Korrektur geben, allerdings hier sogar zeitlich ausgedehnter als bei der klassischen Saisonalität, soll es hier sogar bis Mitte November in etwa korrigieren, bevor dann eine Gegenbewegung wieder einsetzt. Heißt also, auch dieser zweite Vorfilter des Vier-Jahres-Wahlzykluses der USA zeigt mir an, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, ab Mitte des Jahres eher darauf zu spekulieren, dass der DAX zurücksetzen könnte. Als nächstes schauen wir noch auf den Fear and Greed Index in den USA, also auf den Gier bzw. Angst- und Gier-Index. Und das Sentiment ist ja für mich ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr ängstlich sind, dass wir hier Extreme Fear, extrem ängstlich, dann bedeutet das für mich, dass die Long-Seite interessant ist. Also es wäre interessant, darauf zu spekulieren, dass der Markt ansteigt. Jetzt sind wir allerdings genau in der gegenteiligen Situation. Wir befinden uns in Extreme Greed, also extreme Gier. Und das wiederum ist natürlich auch als Kontraindikator zu verstehen und dementsprechend heißt es also, dass hier kurzfristig durchaus Potenzial gen Süden besteht, denn die Marktteilnehmer sind jetzt sehr gierig, gehen davon aus, dass der Markt weiter steigt und das als Kontraindikator zeigt eben an, dass hier eine gewisse Gegenbewegung stattfinden könnte. Das bezieht sich hier natürlich jetzt auf die US-Märkte, aber sollten die US-Märkte deutlicher korrigieren, dann wird das natürlich sich auf den DAX durchschlagen, auch wenn dieser erstaunlich stark war in den letzten Monaten. Nichtsdestotrotz wird das natürlich einen Effekt haben. Also auch das Sentiment zeigt hier an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Schauen wir also als nächstes noch auf den DAX-Chart. Und dort haben wir jetzt ja schon seit sehr, sehr langer Zeit eine Seitwärtsphase gesehen zwischen 15.700 in etwa auf der Unterseite und 16.000 Punkten auf der Oberseite lief es hier im April lange Zeit hin und her. Es gab hier diesen Ausbruchsversuch nach oben. Das war ja interessanterweise auch, als Donnerstag ein Feiertag war, dann lief hier dieser Ausbruchsversuch. Freitag ging es noch einen Ticken bergauf. Es gab ein neues Allzeithoch. Danach ist der DAX wieder abgebröckelt und wieder zurückgefallen in die Seitwärtsrange. Dann haben wir uns wieder lange in dieser Seitwärtsphase aufgehalten. Nächster Ausbruchsversuch, der zuletzt stattgefunden hatte, wieder auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und wieder wurde das Ganze gekontert. Wieder sind wir zurückgefallen in diese Seitwärtsrange. Jetzt aktuell sind wir wiederum ausgebrochen nach oben. Aber wie ihr schon sehen könnt, kommt der Markt hier wieder etwas zurück. Und jetzt wird es natürlich spannend zu sehen, die nächsten Tage, vielleicht auch heute noch, ob der Markt die 16.000-Punkte-Marke verteidigt oder ob wir hier vielleicht wieder zurückfallen unter die 16.000-Punkte-Marke. Und dann könnte ich mir eben vorstellen, dass der Markt hier relativ schnell wieder Richtung 15.700 Punkte zurückfallen könnte. Wir hatten ja damals, glaube ich, schon auch hier darüber gesprochen, dass natürlich hier dieser Ausbruch regelkonform ein Projektionsziel angelaufen hat. Weil ihr seht hier die Differenz, um auch mal zu zeigen, wie man auf so Projektionsziele kommt. Die Differenz zwischen 16.000 Punkten und 15.700 sind 300 Punkte. Und wenn es dann zu einem Ausbruch kommt aus dieser Seitwärtsrange, dann möchte man ja wissen, wo könnte ein potenzielles Ziel liegen. Und dieses Ziel beträgt dann eben 300 Punkte. Das ist diese Differenz 16.000 minus 15.7. 300 Punkte und diese packt man dann in den Ausbruchspunkt dran. Also wäre das Ziel gewesen 16.3
und wir sind knapp über die 16,3 eingestiegen. Neues Allzeithoch, wie ich eben schon gesagt habe, aber dann ist der Markt auch hier entsprechend wieder abgebröckelt. So, jetzt muss man mal abwarten. Die nächsten Tage, heute natürlich relativ langweilig, der ganze Handel auch gestern schon, weil wir eben ja heute Independence Day haben, Unabhängigkeitstag in den USA, Feiertag. Dementsprechend muss man jetzt mal schauen, wie sich die Woche dann ab morgen zeigen wird. Aber sollten wir unter die 16.000 Punkte Marke zurückfallen, dann wäre zumindest mein kurzfristiges Ziel 15.700. Und dann wird es meiner Meinung nach sehr, sehr spannend, denn wir haben hier dieses Zwischentief. Das war ungefähr bei 15.630, knapp darunter. Und zumindest ich sehe es aktuell so, sollten wir dieses Zwischentief, was ich gerade genannt habe, jetzt muss ich mal eben hier schauen, eine Sekunde, ich dupliziere es nochmal kurz ein paar Mal. So. Duplizieren. So. Sollte dieses Zwischentief hier unten, sollte das nach unten durchbrochen werden, dann könnte es sein, zumindest aus charttechnischer Sicht, dass wir einen Doppeltop gesehen haben. Und das wäre natürlich sehr interessant, dann noch Short Orders laufen zu lassen, beziehungsweise sogar sich nochmal Short zu positionieren. Denn dann hätten wir enormes Abwärtspotenzial. Was würde man dann auch hier machen? Man nimmt diesen Abstand zwischen diesem Doppeltop und diesem Tief hier, was wir gesehen haben. Und dann sieht man ungefähr 15,6 bis 16,3, Pi mal Daumen, sind 700 Punkte Differenz. Also wäre, wenn wir hier nach unten wegbrechen, ein Kursziel von 700 Punkten tiefer, zumindest aus der charttechnischen Lehre sozusagen gegeben, in den Bereich 14,9 bis 15.000. Dann, das wäre dann das Kursziel, was man zumindest hätte, wenn das ein Doppeltop entsprechend darstellt. Ich würde noch sagen, es gibt ja dann auf jeden Fall nochmal so einen, ja, einen Zwischenstopp bei ungefähr 15.300 Punkten. Das war ja hier aus dem Februar dieses Tief, dieser Supportzone, die immer wieder angetestet wurde. Also meine Kursziele wären dann, wenn dieses Zwischentief durchschritten wird, zunächst einmal die 15.3 bis 15.2 und danach die 14.9 bis 15.000. Aber soweit sind wir noch nicht. Dafür wäre es wichtig, dass eben diese Marke hier nach unten durchbrochen wird. Dann sollte weiteres Abwärtspotenzial aufkommen. Aber zumindest die klassische Saisonalität wie auch der Vierjahreswahlzyklus sprechen dafür, dass dies entsprechend eintreten könnte. Und wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen. Bei der Produktauswahl habe ich ja gerade bei den letzten Trades, bei den Discount-Optionsscheinen auf den DAX, darauf geachtet, dass die Laufzeit eben mal Richtung oder wenn nicht sogar immer Dezember 2023 ist. Warum? Wir hatten eben gesehen, die klassische Saisonalität zeigt bis Ende September, Anfang Oktober abwärts und der Vierjahreswahlzyklus der USA sogar bis in den November hinein. Also möchte ich natürlich von der Laufzeit möglichst flexibel sein und nicht sagen, ich nehme jetzt ein Produkt mit einmonatiger Laufzeit, ein Discount Put, und sollte der Markt jetzt noch seitwärts laufen oder sogar wirklich nochmal ansteigen, dass ich dann unter Zugzwang komme, muss die Position verkaufen, nur weil dieses Produkt in Kürze ausläuft. Also mein Rat wäre da, lieber die Laufzeit jetzt etwas länger wählen, wenn ich mich zumindest umschaue im Bereich der Discount-Optionsscheine oder im Bereich der klassischen Optionsscheine oder anderen Derivaten mit Laufzeitbegrenzung, die Laufzeit lieber etwas länger zu wählen, damit man auch eine mögliche Abwärtsbewegung, wo wir immer noch nicht wissen, ob diese kommt oder nicht, das weiß übrigens niemand auf dieser Welt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja zumindest erhöht und sollte diese Abwärtsbewegung jetzt irgendwann in den nächsten Wochen erfolgen, dann möchte ich natürlich gerne dabei sein. Also Laufzeit lieber etwas länger wählen, dann haben wir da zumindest einen gewissen Puffer. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz rein, welche Fragen hier aufgekommen sind, ob es Fragen gibt zum DAX oder zu den Produkten, bevor ich dann weitere Werte besprechen werde. Eine Sekunde bitte. Ja, Thomas fragt gerade, Discount-Optionsscheine sind super, bei Hebelzertifikaten vielleicht doch mit Stoppkursen arbeiten. Also, ich habe das natürlich auf dem Schirm, die einzelnen Positionen. Und es sind natürlich auch Produkte, wo der Hebel, ja, ich will jetzt nicht sagen, klein gewählt wird, aber ich handle in meinem Intraday-Handel, in meinem Daytrading natürlich viel, viel aggressiver mit deutlich höheren Hebeln. Also, man sieht das ja, wir haben hier Produkte drin, zum Beispiel hier, das wurde gekauft zu 8,91 Euro, heißt also ungefähr 890 Punkte Abstand zum
ja, zum kompletten Knockout, zum Basispreis. Dementsprechend kann man das zumindest mal etwas beobachten und muss dann nicht direkt wieder aussteigen, weil man hat sonst immer wieder die Probleme, dass man die Stops zu eng setzt, der Markt kurz mal in die falsche Richtung läuft, also in die für uns falsche Richtung, man fliegt raus, danach kippt es wieder nach unten weg, man muss wieder eine Position eröffnen und wieder und wieder und wieder. Ich mache es lieber so, dass ich natürlich die Positionsgröße so wähle, dass auch ein Knockout ja nicht fatal wäre. Und ein Knockout wird ja oft als ja, sehr schlimm erachtet. Natürlich ist es nicht angenehm, aber wie sage ich immer, im Boxen ist es natürlich wirklich nicht angenehm, wenn man einen Knockout erleidet. Aber in einem Derivat ist es ja nicht weiter schlimm, wenn ich zumindest mein Risiko im Money Management unter Kontrolle habe. Was könnte denn hier passieren? Wenn das Produkt ausknocken würde, wären das hier 5.300 Euro Verlust. Ja, also auf das Startkapital 5%, wenn es zu einem kompletten Knockout zu 0 Euro kommt. Jetzt haben wir hier sogar Mini-Future, wo wir eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle haben. Das heißt, in der Regel gibt es noch einen Restwert. Da müsste man jetzt gucken, wie das momentan hier aussieht bei diesem Produkt. Aber ist jetzt auch gar nicht so entscheidend. Da kann man jetzt sehen, hier der Abstand sind ungefähr 200 Punkte. Also der Restwert irgendwo im Bereich um 2 Euro. Auch hier hätten wir also dann noch einen Rückzahlungsbetrag von 1.200 Euro, wäre der Verlust 4.000, also 4%. Es wäre zu verkraften. Dementsprechend mache ich das immer über die Positionsgröße. Und wenn der Markt jetzt natürlich nach oben komplett wegzieht, dann werde ich diese Produkte natürlich dann auch entsprechend vorzeitig in der Regel aus dem Portfolio verkaufen, wenn es keine Anzeichen mehr gibt, dass der Markt wieder nach unten wegdrehen könnte. Aber so gehe ich zumindest im Markt vor. Wer aber lieber Stoppkurse setzen möchte, weil er die Sorge hat, dass der Markt dann nach oben komplett wegzieht, wenn eine gewisse Schwelle überschritten wird, der sollte das natürlich selbstständig dann auf sein eigenes Risikomanagement anpassen. Gar keine Frage. Oder aber auch überlegen, ob er vielleicht Produkte wählt, die noch einen kleineren Hebel haben. Ja, Frank fragt, hallo Ingmar, ich verfolge dich schon seit einiger Zeit. Nutzt du zum direkten Einstieg, wenn deine Vorfilter passen, auch irgendwelche Chart-Indikatoren und warten ja, welche? Also ich nutze natürlich auch den Chart, ich gucke auch mir den Chart an, steige jetzt nicht einfach nur ein, nur weil die Vorfilter mir etwas anzeigen. Es kann mal vorkommen, Ausnahmesituationen, wie jetzt zum Beispiel bei Kakao, da ist es teilweise schwierig dann, wenn eben der Markt nach oben wegzieht, zu sehen, okay, wo könnte der Markt denn wieder nach unten drehen? Dann kann man warten, gibt es zum Beispiel eine Konsolidierung oder fällt der Markt unter ein 5-Tagestief oder sonstiges? Oder aber man steigt auch mal, und das ist aber die Ausnahme, an einem Punkt einfach mal in Anführungsstrichen ein, um schon mal eine erste Position eröffnet zu haben, eine erste kleine Position. Aber in der Regel orientiere ich mich nach oder an wichtigen Unterstützungen und wichtigen Widerständen. Was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, und das habe ich früher gemacht, dass ich dann Trendlinien eingezeichnet habe und habe versucht, irgendwie an der Aufwärtstrendlinie genau perfekt einzusteigen, weil ich dachte, der Markt dreht dort wieder nach oben. Für mich hat das nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass es nicht funktioniert. Wer aber das Ganze gut macht von euch und sagt, für mich ja, klappt das super mit Trendlinien, der soll das natürlich weitermachen, gar keine Frage. Für mich hat das keinen Mehrwert. Dementsprechend achte ich vor allem an massiven Unterstützungszonen und an deutlichen Widerstandszonen und versuche dann entsprechende Positionen aufzubauen. Weil ihr könnt ja selber immer Folgendes machen, um mal zu schauen, wie gut funktioniert das eigentlich mit diesen Trendlinien, die immer wieder aufgezeigt werden und wo dann gesagt wird im Nachgang, dass man ja hätte an diesen Punkten super kaufen können. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen realem Handel und irgendwelchen im Nachgang ja, getätigten Analysen, wo man sagt, hier hätte man gut einsteigen können. Das hat mit dem realen Handel einfach überhaupt nichts zu tun. So, und wie kann man das machen? Man geht einfach hier mal zurück und sagt jetzt zum Beispiel, hier haben wir ein Tief. So, man zieht jetzt hier mal so eine Linie. Das heißt, wir hätten hier dieses Tief und wir müssen uns natürlich klar machen, wir kennen ja zu diesem Zeitpunkt die Zukunft nicht. Also sagen wir jetzt mal so, wir haben hier ein Tief, hier ein weiteres Zwischentief. Erst ab diesem Zeitpunkt kann ich ja überhaupt diese Trendlinie einzeichnen. Die gab es ja, oder ich brauche ja zwei Auflagepunkte, um eine entsprechende Trendlinie hier einzeichnen zu können. Heißt also auch hier schon, wer im Nachgang sagt, ja hier Ende 2023 war ein super Einstieg, der lügt ja schon, weil zu diesem Zeitpunkt gab es diese Trendlinie noch nicht. Also Trendlinie dann eingezeichnet und ich sage mir jetzt, okay, mal abwarten, sollte der DAX zurückfallen an diese Trendlinie,
dann möchte ich einen Long-Einstieg suchen. Also warte ich, ich warte, ich warte, ich warte und zack, da sehe ich. Jetzt sind wir an diese Trendlinie rangelaufen. Ich positioniere mich also auf der Long-Seite, weil ich ja davon ausgehe, dass der Markt jetzt hier wieder nach oben wegdrehen wird. Was passiert? Oh, Markt kippt nach unten weg. Was werde ich machen nach der klassischen Chart-Lehre oder das, was ja viele dann auch eben betreiben? Sie verkaufen hier und sagen, Long ist nicht mehr angesagt, Trend wurde gebrochen, also gehe ich zu diesem Zeitpunkt dann lieber eine Short-Position ein. So, zeichne das mal ein. Ich habe also hier eine Long-Position eröffnet. Hier irgendwo fliege ich aus dieser Long-Position raus und positioniere mich dann auf der Short-Seite, weil ich ja sage, Trend ist gebrochen, jetzt müsste es fallen. Gehe ich weiter. Oh, jetzt haben wir folgende Situation. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie erwischt bekomme. Ansonsten nehme ich nochmal ein neues Rechteck. Situation ist die folgende. Wir haben ein neues Hoch, ein neues Zwischenhoch, weil wir hier über das letzte angestiegen sind. Nach der klassischen Chartlehre, also wahrscheinlich verkaufe ich meine Short-Positionierung und sage, jetzt muss ich mich doch wieder long positionieren und jetzt zeichne ich einfach die nächste Trendlinie ein. Ach, also das ist ein bisschen schwierig gerade hier mit diesen Linien, aber ich gebe mein Bestes, dass wir uns das hier mal in Ruhe angucken können. Also zeichne ich, sagen wir mal, hier die nächste Trendlinie ein und sage, jetzt haben wir ja hier wirklich einen Aufwärtstrend. Was passiert? Wieder einmal gehe ich zu diesem Punkt rein, denke, jetzt müsste es wieder nach oben wegziehen und es bricht wieder nach unten durch. Also man sieht, glaube ich, schon alleine an diesem Beispiel und ich bin einfach jetzt irgendwo im Chart einfach mal reingegangen und habe angefangen, Trendlinien zu zeichnen. Im Nachgang ist das alles immer wunderbar und da wird man immer irgendwas finden, was gut funktioniert hat und kann dann sagen, guckt, Trendhandel oder Handel mit Trendlinien funktioniert wunderbar und da gibt es ja dann auch genügend, die das entsprechend so aufzeigen, aber meiner Meinung nach ist das alles immer im Nachgang interessant. Zum Beispiel hier könnte ich jetzt sagen, erster Auflagepunkt, hier sind wir fast dran gelaufen und dann hier bin ich long gegangen und habe mal eine kleine Strecke mitgenommen. Also macht es einfach mal so, scrollt irgendwohin zurück und fangt an, diese Dinge, die ihr benutzt, ob es Trendlinien sind, ob es Fibonacci-Retracements sind, ob es irgendwelche Indikatoren sind, geht zurück im Chart und fangt an, von diesem Zeitpunkt die Zukunft auszublenden und dann langsam Schritt für Schritt euch das mal anzugucken, ob es denn wirklich funktioniert. Weil nicht alles, was in Büchern steht und nicht alles, was irgendjemand in einem YouTube-Video sagt, funktioniert wirklich, sondern ich würde sogar sagen, das meiste davon funktioniert überhaupt nicht. Deswegen muss man sich mit den Märkten auch viel intensiver beschäftigen, als das vielleicht dem einen oder anderen recht ist. Und das ist ja etwas, da haben wir, glaube ich, hier schon mal drüber gesprochen, was ich ja immer wieder sage, auch ich habe mich jahrelang mit der Charttechnik befasst. Es gibt ja diese, ja, natürlich die Situation, wo Charttechnik sehr gut funktioniert, aber es gibt genauso viele Situationen, wenn nicht sogar noch mehr, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und es wird natürlich aber gerne verkauft, weil man damit zeigen kann, jeder kann in den Markt kommen und es ist total einfach, ihr müsst nichts können, ihr müsst euch nur meine Bücher kaufen, es sind zwei Stück und anschließend könnt ihr jeden Markt analysieren. Es ist egal, ob ihr euch dann den DAX anschaut, ob ihr euch Apple anschaut, ob ihr euch Kakao anschaut, Orangensaft oder Gold. Es ist alles ganz einfach, ihr müsst nur dieses eine Charttechnikbuch gelesen haben. Und man muss sich natürlich immer wieder vor Augen halten, dass jeder Markt individuell anders ist. Also im DAX sind natürlich ganz andere Marktteilnehmer unterwegs als im Kakao oder im Orangensaft. Die haben einen ganz anderen Anspruch an den Markt und nutzen den auch zu ganz anderen Zwecken. Das nächste ist, das kann ich auch immer wieder nur betonen, wenn es doch so einfach wäre, dann könnt ihr euch sicher sein. Und ich habe ja bei zwei Banken, Investmentbanken gearbeitet. Wenn es denn so einfach wäre und wenn es einen statistischen Vorteil hätte, dann wären die Banken sicherlich schon drauf gekommen und würden nicht für aber Hunderttausende, aber Millionen von Euro die besten Research-Leute dieser Welt anstellen, sondern würden sagen, wir stellen den Ingmar ein, geben ihm ein Buch, er soll es sich durchlesen und ab sofort trifft er unsere Entscheidungen. Also Banken sind ja nicht dafür bekannt, das Geld zum Fenster rauszuschmeißen, sondern die hätten das schon längst erkannt und würden dann sagen, wir handeln alle nur noch auf charttechnischer Grundlage. Es findet nicht statt. Das nächste ist, wenn es denn auch so gut funktionieren würde, warum ist keiner von diesen Supertradern in den Top-Listen der vermögendsten Deutschen, wenn nicht sogar der vermögendsten Privatpersonen weltweit zu finden?
wenn sie doch mit diesen einfachen Analysemethoden sehr schnell sehr reich werden würden. Also ich glaube, dass diese zwei Beispiele sehr schnell aufzeigen, man muss sich mehr und mehr mit dieser Thematik befassen. Es ist extrem schwierig. Genau aus diesem Grund habe ich auch eben schon gesagt, dass das aktuelle Jahr für mich zum Beispiel momentan bisher sehr schwierig war, um zu zeigen, es ist ein harter Job, es ist ein schwieriger Job und es ist nichts von wegen, ich setze mich mal an den Strand in Dubai oder sonst wohin und warte einfach mal ab, dass ich da dreimal auf die Maus klicken kann und werde damit super Millionär. Also so einfach ist es nicht. Leider, es tut mir leid, wenn ich dem einen oder anderen vielleicht auch die Illusion nehmen muss. Es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller und schwieriger Job. Genau aus diesem Grund sieht man ja auch, dass 80-90%, teilweise mehr als 90% der Retail-Trader am Markt Geld verlieren, weil sie zu naiv an den Markt vielleicht auch rangehen und denken, es wäre so einfach. Aber es ist ein Haifischbecken. Man tritt da mit den Besten der Besten in einen Ring. Das muss auch klar sein. Und ja, seid euch dem oder dessen bewusst, dass man sich viel mehr mit dieser ganzen Materie auseinandersetzen muss, als es vielleicht dem einen oder anderen recht ist. Man muss sich viel tiefer in diese ganzen Dinge reinarbeiten. Und auch ich mache es zum Beispiel immer noch so, dass ich von Zeit zu Zeit anfange und überlege, okay, wie kann ich mein Trading weiter verbessern? Wie kann ich mehr in die Materie eintauchen, um eben eine entsprechende Performance erzielen zu können? Und ihr seht das ja auch bei vielen, gerade bei den Charttechnikern, die immer in Videos erzählen, wie einfach es ist. Schaut euch mal die Depots an, wenn sie überhaupt Depots preisgeben. Die meisten machen das ja noch nicht mal, zumindest mit keiner konkreten Performance. Und wenn sie es machen, dann treten die teilweise seit 10 Jahren auf der Stelle und schaffen sich bei den Markt out zu performen. Also so einfach ist es nicht. Und dementsprechend kann ich nur dazu motivieren, sich mehr und mehr mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Hat ja auch den großen Vorteil, das finde ich zumindest als Riesenvorteil in diesem Bereich, dass man sich sehr stark mit dieser Materie auseinandersetzen kann. Es hört nie auf. Man kann sich mit seiner eigenen Psyche auseinandersetzen, man kann sich mit dem Markt auseinandersetzen, man kann sich mit Trading-Strategien auseinandersetzen, man kann sich mit den einzelnen Produkten auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Themenbereiche, wo man sich immer weiterbilden kann. Und das ist eben etwas, das bringen wenige Jobs mit sich. Und das könnte man natürlich zum Anlass nehmen und sagen, okay, dann ja, schaue ich mir mal die verschiedenen Märkte an, befasse mich auch zum Beispiel im Rohstoffbereich mit dem Wetterphänomen, mit Planting Seasons und wann wird wieder geerntet und so weiter und so fort, welche Einflüsse hat das auf den Markt und so weiter, auch mit den Terminkurven. Also es gibt sehr, sehr viel zu lernen, kann ich nur zu aufrufen, sich mit dieser Thematik ordentlich auseinanderzusetzen und nicht zu denken, dass man 3 Bücher liest und man wird dann zum Supertrader. So. Nichtsdestotrotz sage ich es jetzt auch nochmal dazu, nichtsdestotrotz nutze ich natürlich wichtige Unterstützungen und wichtige Widerstände, weil das für mich etwas anders ist. Man sieht ja, dass dort eben Interesse aufeinander trifft. Also hier unten, wenn ich sehe, bei 15,7 kommen immer wieder Käufer in den Markt, dann kann, oder beziehungsweise der Markt steigt an, dann bedeutet das ja nur, dass hier wieder vermehrt Käufer in den Markt kommen. Und das spiegelt mir natürlich viel mehr wider als hier so eine Trendlinie. Und wenn ich jetzt mal in den Rohstoffbereich zum Beispiel übergehe, dann kann ich ja sagen, wir haben hier eine wichtige Unterstützungszone. Also sieht es danach aus, dass dort sehr, sehr viele Käufer natürlich in den Markt kommen, die sagen, ab diesem Zeitpunkt ist der Rohstoff günstig, also kaufe ich jetzt diesen Rohstoff, weil ich diesen später vielleicht für die Produktion von Schokolade brauche oder was auch immer. Also kaufe ich dort, denn es ist jetzt sehr günstig. Auf der anderen Seite, wenn ein Rohstoff sehr stark steigt, könnte ich sagen als Produzent, so super, sehr stark gestiegen, ich sichere mir jetzt quasi diesen hohen Preis und verkaufe auf Ziel für die Zukunft über den Futures-Markt. Und da sieht man eben, da trifft echtes, wahres Interesse aufeinander. Und dementsprechend schaue ich mir natürlich sehr stark Unterstützungen und Widerstände an. Aber alles andere sollte man einfach kritisch hinterfragen. Das kann ich nur immer wieder dazu sagen. Also vielen Dank für euren Zuspruch, dass ihr das natürlich auch so seht mit diesem perfekten Einstieg, dass das so einfach leider nicht ist, ja. Ja, Randolph hatte eben geschrieben, dass seit Anfang des Jahres, hatte ich ja eben schon gesagt, dass seit Anfang des Jahres natürlich das Depot dadurch verloren hat. Genau, das ist ja genau der Grund, den ich ja genannt hatte, dass ich da auf der falschen Seite unterwegs war, zumindest beim DAX. Ja, Jörn fragt, hallo Ingmar, was erwartest du bei den Zahlen, zum Beispiel Apple, Microsoft und so weiter? In dem Aktienbereich bin ich nicht so drin und
im Endeffekt sollte es eigentlich euch auch egal sein, was ich dazu denke, ob die Zahlen jetzt positiv sind oder ob ich denke, die Zahlen werden positiv oder negativ. Das Wichtige ist immer zu sehen im Nachgang, zumindest für mich ist das sehr wichtig, zu sehen, wie reagiert der Markt darauf? Was wird aktuell nicht nur von Analysten aufgezeigt, sondern was wird im Nachgang passieren mit den einzelnen Aktien? Weil wir es natürlich häufig sehen, dass obwohl zum Beispiel Analysten Kommentare oder Analystenziele übertroffen werden, hat der Markt in der Breite vielleicht mit noch besseren Zahlen gerechnet. Und wenn das dann abverkauft wird und vor allem gute Zahlen abverkauft werden, das ist dann für mich so ein Warnsignal. Also das ist für mich viel wichtiger, die Reaktion zu sehen nach guten oder schlechten Zahlen, als jetzt im Vorhinein zu sagen, ich erwarte XY, weil das ist ja natürlich wie eine Glaskugel gucken. Keiner von uns weiß, was passieren wird, wie die Zahlen geliefert werden und vor allem weiß keiner, was der Markt in der breiten Masse wirklich erwartet. Viel wichtiger ist, wie gesagt, für mich im Nachgang zu erkennen, ist der Markt jetzt enttäuscht? Hat der Markt mit besseren Zahlen gerechnet oder ist der Markt zum Beispiel auch positiv überrascht, dass obwohl Negatives eingepreist wurde, der Markt deutlich besser oder die Aktie oder das Aktienunternehmen deutlich besser performt hat? So. Ja, wie und wo stellen Sie Stop-Loss bei Discount-Zertifikaten? Also ich weiß jetzt nicht, ob Discount-Zertifikate gemeint sind oder Discount-Optionsscheine. Ich setze da keine Stop-Loss-Orders, weil es auch sehr, sehr schwierig ist, Stop-Orders zu setzen, weil natürlich hier der Einfluss nicht nur der Basiswert ist, also zum Beispiel der DAX, sondern auch die Volatilität und die Restlaufzeit. Deswegen beobachte ich diese Produkte einfach tagtäglich, natürlich auch innerhalb des Tages und sage jetzt nicht, ich setze da irgendwo einen Stop, einfach nur, um meinen Stop gesetzt zu haben. So, dann wollen wir mal reden über Gold. Da hatte ich ja schon zuletzt gesagt und auch ein Video veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal. Ich gucke gerade mal, ob man es hier jetzt noch sieht. Und zwar, ja, hier sieht man zumindest Goldanalyse. Ich beginne Long-Positionen aufzubauen. Habe ich vor 4 Wochen hier ein Video veröffentlicht, weil ich eben gesagt habe, die Saisonalität wird jetzt langsam für die verschiedenen Edelmetalle deutlich positiver. Von den COT-Daten und vom Sentiment muss man sagen, sind wir weiterhin im neutralen Bereich, werden wir uns gleich zusammen anschauen. Aber die saisonale Verfassung oder die Saisonalität wird auf jeden Fall jetzt deutlich positiver. Ich kopiere euch übrigens jetzt ganz kurz mal den YouTube-Channel von mir hier rein, ist ja komplett kostenlos auch. Wenn ihr dort noch nicht dabei seid als Abonnenten, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Klickt einfach im Chat auf diesen Link. Und dann seht ihr hier rechts, wo bei mir Kanal anpassen und Videos verwalten steht, den Button abonnieren. Da draufklicken und dann alle Benachrichtigungen aktivieren. Und dann werdet ihr informiert, wenn hier ein neues Video veröffentlicht wird. Ist wie gesagt komplett kostenlos. Und ich habe gerade vor 2 Tagen am Wochenende ein Video hier online gestellt mit einer Analyse zu WTI Rohöl und zeige dann auch auf, wie man das mit entsprechenden Produkten umsetzen kann. Zum Beispiel hier ein Discount-Call-Optionsschein, mit dem man 67% PA Rendite erzielen kann. Es ist kein Trading-Dienst, aber ich zeige zumindest auf, welche Produkte könnten interessant sein. Also könnt ihr euch hier sicherlich die ein oder andere Idee aufschnappen und zum Beispiel werden auch Webinare, die ich gebe, hochgeladen und so weiter und so fort. Also schaut da einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Ich habe es jetzt eben schon gesagt, bei Gold, die COT-Daten, das ist ja hier die Netto-Positionierung der Commercials, ist als neutral zu bewerten. Wir sehen, dass wir auf keinem Extremniveau sind, also COT-Daten geben bei Gold momentan nichts her. Beim Sentiment befinden wir uns sogar genau auf 50, also genau auf neutralem Niveau, gibt auch nichts zu sagen. Aber wir hatten jetzt hier interessanterweise auch in den letzten Monaten eine Phase, wo die Saisonalität auch keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen aufgezeigt hat. Also es war ja hier eine Seitwärtskurve. Heißt also, es gibt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis steigt oder fällt in den nächsten Monaten. Jetzt aber kommen wir in ein deutlich positiveres oder in eine deutlich positivere Phase. Juli, August und September, das sind 3 starke Monate sofort in Folge hintereinander, wo der Goldpreis mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ansteigt. Dann soll es im Oktober eine Korrektur geben, aber dann geht es sogar weiter aufwärts bis in den Februar. Heißt also, wenn wir das Bild sogar übergeordnet uns angucken, ab sofort bis Februar sind steigende Kurse beim Gold zu erwarten. Also fange ich jetzt vermehrt an, Gold-Long-Positionen aufzubauen. Der Goldpreis kam ja in den letzten Tagen und Wochen unter Druck und interessanterweise, als wir auf Allzeithochniveau notierten,
Da hat man überall auf einmal gelesen, so, jetzt geht Gold durch die Decke, jetzt wird es ansteigen. Was ist aber passiert? Gold kam zurück bis in den Bereich um 1900 US-Dollar und hat diese wichtige Unterstützungszone zunächst einmal verteidigt. Und das ist jetzt etwas, wo ich wiederum auf die Charttechnik achte. Also ich sehe jetzt Saisonalität sehr positiv. Und jetzt haben wir hier eine Unterstützungszone im Future zwischen 1875 bis 1900 US-Dollar. Wie man ja sehen kann in der Vergangenheit, war das ein Auffangbecken, eine Unterstützungszone. Hier ging es dann mal eine Zeit lang aufwärts, dann war es im Widerstand, wie man sehen kann, immer noch im Widerstand, dann wurde es wieder zur Unterstützung und jetzt eben ist es wieder eine Unterstützung. Also 1870 bis 1900 US-Dollar im Future ist eine Unterstützungszone und dort sind wir jetzt interessanterweise auch zuletzt wieder nach oben abgedreht. Da wir jetzt diese positive saisonale Phase haben, in Kombination mit dieser Unterstützung, die er gehalten hat, gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten steigende Kurse sehen werden. Aber ich setze das Ganze zumindest dann auch hier gerne mit Discount-Call-Optionsscheinen um, mit zum Beispiel Produkten, wo der Basispreis und der Cap unterhalb dieser 1900 notieren, damit wir einen Puffer haben. Also dann könnte der Goldpreis seitwärts laufen, er könnte steigen oder auch sogar leicht fallen und wir können trotzdem eine positive Rendite erzielen. Aber auch hier wird es so sein, ich steige nicht mit einer großen Positionsgröße direkt auf der Long-Seite ein, sondern es wird langsam eingekauft und sollte der Markt dann wirklich ansteigen, wird auch langsam wieder verkauft. Und das mache ich dann mit verschiedenen Produkten, zum einen mit Discount-Optionsscheinen, aber auch mit Knockout-Produkten, um hier eine entsprechende Bewegung mitnehmen zu können. So, nächster Markt, der gefragt wurde, war Weizen. Bei Weizen hatte ich ja Long-Positionen laufen, die ich dann verkauft habe, als dann die entsprechende Gegenbewegung eingesetzt ist. Bei Weizen zum Beispiel auch wieder, da hat es ein bisschen gedauert, aber wir wollen gleich mal schauen, wie das Ganze hier aussah. Und jetzt zumindest die letzten Tage kommt der Weizenpreis auch interessanterweise wieder deutlich zurück und wird dann auch für mich vielleicht wieder interessanter für die Long-Seite. Aber hier hatten wir diesen Fall. Markt gefallen, 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 gefallen und irgendwann habe ich angefangen, Long-Positionen aufzubauen. Warum? Weil eben die Vorfilter mir angezeigt haben, ups, jetzt habe ich es doch wieder weggemacht, dass es interessant werden könnte, hier auf der Long-Seite einzusteigen. Gucken wir uns das mal zusammen an. COT-Daten, netto positionierte Commercials, waren wir dann hier nämlich auf einem Level, wo es durchaus interessant wurde. Dort waren wir nämlich auch 2017, danach gab es eine Aufwärtsbewegung. 2017 auch, danach gab es diese kleine Aufwärtsbewegung. Wir setzen das Ganze mit Hebelprodukten um, also war das durchaus ein interessantes Level. Auch hier 2015 waren wir ungefähr auf selbigem Niveau. Danach gab es diese Aufwärtsbewegung. Ist natürlich kein Timing-Instrument, aber die COT-Daten haben mir zumindest schon mal angezeigt, dass es für die Long-Seite interessant werden könnte. Sentiment, für mich ja ein Kontraindikator, hat man hier gesehen. Über einen längeren Zeitraum waren die Marktteilnehmer sehr pessimistisch. Gingen also davon aus, dass der Weizenpreis weiter fallen sollte. Als Kontraindikator hat das ebenfalls angezeigt, die Long-Seite zu favorisieren. Dann hatten wir hier noch diese Phase April, Mai, wo man eben zumindest aus saisonaler Sicht auch davon ausgehen konnte, dass der Weizenpreis ansteigen könnte. Natürlich wird es selten so sein, dass alle drei Vorfilter dieselbe Sprache sprechen. Ja, da geht es dann ein bisschen natürlich auch um Erfahrung und darum zu verstehen, dass die Saisonalität zum Beispiel ja viel statischer ist als jetzt zum Beispiel das Sentiment oder die COT-Daten. Die sind ja viel dynamischer, die ändern sich ja permanent. Innerhalb von wenigen Wochen kann sich da das Bild komplett ändern. Bei der Saisonalität haben wir eine Durchschnittsbetrachtung über 30 Jahre zum Beispiel, also ist das Ganze viel statischer. Daher haben die anderen Vorfilter für mich eine wichtige Aussagekraft, weil es natürlich sehr dynamisch ist, aber idealerweise würden natürlich alle Vorfilter dieselbe Sprache sprechen. Jetzt wird es aber interessant tatsächlich wieder für die Long-Seite. Warum? Saisonalität ist ab sofort, ab Juli, auch bullig bis in Oktober hinein. Wir sehen hier diesen starken Anstieg im Juli, Korrektur und dann soll es weiter aufwärts gehen. Also saisonal betrachtet ist der Weizenpreis jetzt für die Long-Seite auf jeden Fall interessant bis Oktober. Sentiment, ja, muss man jetzt mal abwarten auf die neuen Daten. Da jetzt der Weizenpreis wieder etwas unter Druck kam, wird sehr wahrscheinlich das Sentiment auch wieder negativer werden. Also auch das als Kontraindikator dann interessant für die Long-Seite. Und von den COT-Daten her sieht man schon, dass die Commercials ihre Netto-Long-Position zuletzt abbauten, als der Weizenpreis angestiegen ist. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn die neuen Daten reinkommen.
Da muss man sich das Ganze nochmal anschauen und im nächsten Schritt werde ich auch auf weitere Vorfilter noch gucken und unter anderem auch auf die Terminkurve. Das ist dann auch nochmal interessant, wie die aktuell ist, ob sie in einer Contango- oder Backwardation-Situation ist. Also da gibt es noch einiges zu prüfen, aber es sei schon mal dazu gesagt, Weizen könnte es durchaus in Kürze auch dann im Depot einen entsprechenden Long-Trade wieder geben, da jetzt der Weizenpreis wieder etwas unter Druck kam. Und man sieht auch, wie interessant es eben ist, oder wie wichtig es ist, auch mal Gewinne mitzunehmen. Dann nicht zu denken, so und jetzt habe ich hier perfekt das Tief getroffen und jetzt wird es durch die Decke gehen. Nein, dann auch in so einer Aufwärtsbewegung, wenn die Position gut vorne ist, mal wieder Positionen auf Verkaufen. Und wenn es dann Gegenbewegungen gibt, kann man sich eben wieder anschauen, ob man nochmal auf der Long-Seite entsprechend einsteigt. Also, weil eben die Frage kam, ist jetzt durchaus wieder interessant für die Long-Seite. Hallo Ingmar, wie sind Saisonalität, COT-Daten und Sentiment für Erdgas, fragt die Eva. Und bei Erdgas hatte ich ja zuletzt die Long-Position zunächst einmal verkauft. Warum? Ihr könnt euch ja noch daran erinnern, dass ich hier Long-Positionen aufgebaut habe. Es läuft noch ein Discount-Call, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Aber ich wollte zumindest etwas Risiko rausnehmen. Warum? Die COT-Daten haben mich nicht mehr so überzeugt. Zu diesem Zeitpunkt, Anfang 2023, ja, war es durchaus interessant, weil die Commercials ihre Netto-Long-Position weiter aufgebaut haben. Aber mit dem leicht ansteigenden Erdgaspreis haben die Commercials ihre Netto-Long-Position schon wieder deutlich abgebaut. Zudem auch das Sentiment hier zu diesem Zeitpunkt, Anfang 2023, negativ. Jetzt sind wir fast wieder im neutralen Bereich angekommen, also momentan auf dem aktuellen Level auch nicht mehr interessant. Und das war für mich ein wichtiger Punkt, zudem, dass die Saisonalität sich abgeschwächt hat. Also wir haben ja eine starke saisonale Phase, März, April, Mai bis in den Juni hinein, aber jetzt eine negative Saisonalität, also eine schwache saisonale Phase. Aus diesem Grund habe ich die Long-Position, die ich mit einem Knockout aufgebaut habe, zunächst einmal abgebaut. Es sieht anders aus mit einem Discount-Call, weil da kann man eben auch von einer Seitwärtsphase profitieren. Aber ich werde hier mit weiteren Longs zunächst einmal abwarten, bis die Zeit etwas voranschreitet. Also für mich wird es dann vor allem wieder Richtung September interessant, Long-Positionen aufzubauen. Aber jetzt Juli, August soll es ja eher nochmal abwärts gehen. Daher bin ich hier eher vorsichtig. Ja, danke Eva, schreibt noch, ich bewundere dich für deine Ausdauer, habe das ja schon mal geschrieben. Es ist echt unglaublich schwerer, als ich vorher gedacht hatte. Ja, das ist etwas, was dann doch wahrscheinlich viele feststellen, wenn sie nicht gerade in den Markt kommen und der Markt von einem Hoch zum nächsten steigt. Davon war ja der Markt die letzten Jahre geprägt. Es ging immer nur aufwärts. Jedes Dip, was es kam, wurde wieder hochgekauft. Gefallen, hochgekauft. Und für viele wirkte es natürlich dann, oh, das ist ja sehr einfach an der Börse. Ich muss immer nur kurz warten, bis der Markt fällt, steige ein, danach steigt es wieder. Genauso bin ich ja auch an den Markt herangekommen. Ich bin 1998, habe ich meine ersten Aktien gekauft und das war ja kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Und da war genau dieselbe Phase gegeben. Es lief nur aufwärts und jeder Dip nach unten wurde gekauft. Und da habe ich auch gedacht, und ich war natürlich noch sehr jung, mit 14, 15, mein Gott, ist das einfach, warum geht mein Lehrer überhaupt noch in die Schule und unterrichtet hier? Er müsste doch einfach nur Aktien kaufen, damit kann ja jeder schnell reich werden. Ja, als dann die Dotcom-Blase geplatzt ist, habe ich verstanden, warum er noch zur Schule geht, weil es eben extrem schwierig ist und die Marktphasen sich schnell ändern können. Und ich glaube, diejenigen, die dann irgendwann mal länger am Markt unterwegs sind, die stellen fest, es ist nämlich nicht nur die Schwierigkeit, Strategien zu entwickeln, sondern das Ganze natürlich auch ja, von der Psyche her durchzuziehen und nicht das Handtuch zu schmeißen, sobald es mal eine Phase gibt, wo es nicht so läuft. Das hatte ich ja anfangs gesagt, das ist ein schwieriges Jahr für viele, für mich auch bisher. Und dann heißt es aber am Ball bleiben, weitermachen und nicht direkt aufzugeben und zu sagen, es funktioniert alles nicht mehr. Jetzt gucke ich gerade noch mal weiter, ob ihr noch weitere Fragen. Eine Sekunde. Ja, Peter schreibt, hallo, warum gab es eine Empfehlung auf der Short-Seite und zugleich Long-Seite in einem anderen Dienst? Das kann ich natürlich nicht sagen. Wenn das von einem Kollegen von mir ist, dann ihn natürlich anschreiben, was da die Frage ist. Wenn das eine
ja, Short-Positionierung. Also heute war ich zum Beispiel im Daytrading auf der Short-Seite unterwegs, weiterhin, ja. Ich glaube, das müsste die WKN sein von meinem Daytrading heute. Da bin ich auf der Short-Seite unterwegs. Ob jetzt jemand anders auf der Long-Seite unterwegs ist, das kann natürlich durchaus sein, ja. Und nur so kommt ja auch Handel zustande, wenn einer natürlich sich anders positioniert. Aber beides kann ja sogar aufgehen. Also wenn ich in meinem Daytrading auf der Short-Seite unterwegs bin, das hat ja vielleicht mit dem anderen gar nichts zu tun. Also zum Beispiel mein Daytrading hat ja nichts mit meinen mittelfristigen Positionen zu tun. Es kann sein, dass ich mittelfristig auf der Short-Seite unterwegs bin im DAX, aber in meinem Daytrading aufgrund meines Handelssystems zum Beispiel ein Long-Signal bekomme. Dann können ja beide aufgehen, aber beide können natürlich auch schief gehen oder eins kann nur von beiden funktionieren. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das eine ist mittelfristig ausgelegt und das andere nur fürs kurzfristige Daytrading. Und dementsprechend kann es natürlich auch mal in beide Richtungen Positionen geben. Aber bei mir zum Beispiel, ich bin ja die ganze Zeit auf der Short-Seite unterwegs beim DAX, dann wird das irgendjemand anders sein, der da auf der Short- oder Long-Seite unterwegs war. Ja, hier kommt noch Ingmar Palladium und Kakaofeen leider noch. Natürlich, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Die werde ich natürlich auch noch besprechen, weil hier noch Positionen laufen. Kakao hatte ich ja schon gesagt. Ja, gehe ich von aus, dass es hier eine gewisse Gegenbewegung geben wird. Da auch vielleicht mal der kleine Querverweis auf Zucker. Da war es zum Beispiel auch so. Ich hatte hier Zuckerpositionen aufgebaut, teilweise auch zu früh, habe dann aber nochmal nachgekauft. Dann der letzte Zuckerkauf, der war mehr oder weniger perfekt getroffen. Danach gab es diese deutliche Abwärtsbewegung. Und damals hatte ich ja schon gesagt, ich gehe dann davon aus, dass wir bis in den Bereich um 22 zurückfallen werden. Denn da gab es eine Unterstützungszone. Was ist passiert? Genau bis dahin sind wir auch jetzt zurückgefallen. Und ich habe die Short-Positionen aufgelöst. Und genau darum geht es. Man wird das Hoch nicht genau treffen. Positionen langsam aufbauen und wenn dann die Gegenbewegung kommt, sukzessive abbauen. Natürlich habe ich auch nicht genau das Tief getroffen, aber man sieht ja auch, wie schnell wieder Gegenbewegungen hier auftauchen könnten. Ja? Und bei Rohstoffen ist es eben häufig zu erkennen. Es gibt diese Phasen, da läuft es in eine Richtung und man denkt, der Markt kommt gar nicht mehr zurück. Aber auf einmal gibt es eine schlagartige Gegenbewegung. Und gerade beim Zucker, wir gehen mal hier auf den Monatschart, da sieht man es ja. Hier, schnelle Aufwärtsbewegung, wieder abverkauft. Schnelle Aufwärtsbewegung, abverkauft. Aufwärtsbewegung, abverkauft. Aufwärtsbewegung, abverkauft. Schnelle Aufwärtsbewegung, zumindest ein Teil jetzt mal wieder abverkauft. Also man muss sich mal von dieser Sichtweise lösen, dass wenn irgendwas gestiegen ist, dass es immer weiter steigen wird. Natürlich kann es weiter steigen, aber in der Regel kommen Märkte auch wieder zurück und kommen wieder in einen Normalzustand. Es wird jetzt nicht ewig lang immer weiter ansteigen und es wird auch nicht ewig lang immer weiter fallen. Und natürlich ist die Schwierigkeit, genau das Hoch oder das Tief zu treffen. Das ist ja ganz klar. Und das kann man nur versuchen, indem man die Wahrscheinlichkeit mehr auf seine Seite holt, indem man zum Beispiel Teileinstiege und Teilausstiege wählt, indem man auch andere Produktgattungen dann eben bevorzugt, vielleicht für Discount-Optionsscheine, wo man das Ganze dann vom Timing her auch nochmal etwas abschwächen kann. So, dann kommen wir als nächstes zum Kakaopreis. Und da hatte ich ja schon gesagt, da bin ich auf der Short-Seite unterwegs. Der Kakaopreis hier. Eigentlich ein Range-Markt gewesen, wenn man sich diese Wochencharts mal anguckt oder den Wochenchart. Es ging hier immer wieder hin und her. Und das war eigentlich zwischen 2800 bis 3000 die letzten Jahre immer wieder der Fall, dass der Markt hier auf den Deckel bekommen hat und ist wieder nach unten abgeprallt. So, jetzt aber haben wir den gegenteiligen Fall. Wir sind hier über die Marke von 3000 ausgebrochen und das hat natürlich einen gewissen Aufwärtsimpuls nach sich gezogen. Ja, sei es drum. So ist es nun mal manchmal. Hier, als wir Richtung 2,8 bis 3000 gestiegen sind, habe ich Short-Positionen aufgebaut, weil ich eben davon ausgegangen bin, Vorfilter zeigen an, Short-Seite zu favorisieren. Wir sind zudem in einem Widerstandsbereich gelaufen. Dann gab es hier auch hier so eine, zeig's mal, so eine Konsolidierung. Es zeigte sich eigentlich an, dass das weiterhin ein Widerstandsbereich ist. Also ging ich davon aus, dass wir hier nach unten weglaufen werden. Ist nicht eingetreten, wir sind nach oben ausgebrochen. Aber wenn man sich jetzt mal auf den Monatschart das Ganze ansieht, dann sieht man, wir laufen jetzt hier schon in den nächsten Widerstandsbereich rein, zwischen 3400 bis 3500 oder sogar 3760 in etwa. Da ist ja zuletzt dann auch der Kakaopreis 2011 wieder nach unten weggedreht. Also das aktuelle Niveau um 3400 ist für mich auf jeden Fall interessant, weitere Short-Positionen aufzubauen. Ihr könnt euch also darauf einstellen.
und dann nicht wundern, obwohl zwei Positionen gerade minus sind, dass ich hier weitere Short-Positionen jetzt aufbauen werde, weil wir jetzt hier in den nächsten Widerstandsbereich gelaufen sind. Jetzt gucken wir uns die verschiedenen Vorfilter mal kurz an und da werdet ihr sehen, dass es von den COT-Daten durchaus interessant ist. So, hier sind die COT-Daten, hier das Sentiment. Sentiment extrem bullig jetzt natürlich. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Markt weiter ansteigt und das sind sie auch 2018, als der Kakaopreis zuvor so gestiegen ist. Danach gab es diese Gegenbewegung. Hier 2019, 2020, danach gab es hier eine kleine Gegenbewegung, hier eine ordentliche Gegenbewegung. 2020 nochmal, Marktteilnehmer sehr bullig, danach deutlich Abwärtsbewegung. Also es ist kein perfektes Timing-Instrument, aber wir haben ja schon gesehen, dass es durchaus interessant sein könnte, sich das Sentiment als Kontraindikator anzugucken. Also für mich der erste Vorfilter, der anzeigt, Short-Seite zu favorisieren. Als nächstes schauen wir auf die COT-Daten und wir sehen ja, dass die Commercials deutlich netto short positioniert sind. Da waren sie auch 2020 in etwa. Was ist danach passiert? Kakaopreis gefallen. Ungefähr waren wir auf diesem Niveau 2018, danach Kakaopreis gefallen. Aber wir waren auf diesem Niveau auch schon mal 2013, 2014. Es ging noch ein Ticken bergauf, bevor dann erst eine Gegenbewegung einsetzte. Also, wir müssen immer verschiedene Vorfilter zusammenziehen, um uns ein Bild machen zu können. COT-Daten lassen die Short-Seite favorisieren. Sentiment lassen ebenfalls die Short-Seite favorisieren. Was mir nicht gefällt, das ist ganz klar die Saisonalität. Die zeigt hier noch aufwärts für Juli, August und September. Deswegen bin ich auch noch etwas vorsichtig und ja, habe mich auch die letzten Tage etwas zurückgehalten mit neuen Short-Positionen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, die beiden anderen Vorfilter sind deutlich dynamischer als jetzt die Saisonalität. Deswegen wird jetzt noch mal eine Position eröffnet und sollten wir dann auch zeitlich weiter voranschreiten und der Kakaopreis stark bleiben, dann werden Richtung September, Oktober ja deutlich mehr Short-Positionen dann noch eröffnet, um eine gewisse Gegenbewegung hier entsprechend handeln zu können. Also Kakao weiterhin Short. Palladium kam eben noch die Frage rein, wie es denn da aussieht. Auch das wollen wir uns jetzt abschließend noch angucken, weil da ja auch die Discount-Call-Positionen laufen. Von der Saisonalität, das vielleicht vorneweg, der Juli jetzt mal positiv, aber übergeordnet zeigt ja hier die Saisonalität ganz klar abwärts. Warum halte ich trotzdem an den Long-Positionen fest? Das liegt vor allem an den COT-Daten. Und hier sehen wir die Netto-Positionierung der Commercials mal in einem sehr, sehr langen historischen Zeitraum seit 1997. Und wie ihr sehen könnt, wir sehen hier auf der rechten Seite die Null. Heißt also, in der Regel sind die Commercials netto short positioniert und es gibt nur wenige Ausnahmefälle, wo sie an der Nulllinie sind oder sogar netto long. Und diese netto long Positionierungen haben zumindest in der Vergangenheit eigentlich immer dazu geführt oder so gut wie immer dazu geführt, dass der Palladiumpreis anschließend deutlich anziehen konnte. Bislang ist das jetzt noch nicht geschehen, aber die netto long Positionierung ist hier auf einem Höchststand. Deswegen ist das für mich ein klar bullisches Zeichen und ich gehe davon aus, dass es hier eine gewisse Überraschung geben könnte auf der Long-Seite. Ja? Und das könnte den einen oder anderen dann überraschen und dann versucht man natürlich schnell hier eine entsprechende Long-Position aufzubauen, sollte denn hier eine Gegenbewegung stattfinden. Hat momentan noch nicht stattgefunden, der Palladiumpreis fällt und fällt und fällt, aber auch hier werde ich sukzessive Long-Positionen aufbauen und wenn es dann einen deutlichen Impuls nach oben geben sollte, dann werden diese Long-Positionen auch entsprechend dann sukzessive wieder abgebaut. So, jetzt haben wir Palladium auch abgearbeitet. Ich sehe, dass wir jetzt schon 3 Minuten über der Zeit sind. Ich glaube aber auch, dass mehr oder weniger alle Fragen, die hier aufgekommen sind, abgearbeitet sein sollten. So, beim nächsten Mal können wir dann gerne auch wieder noch mehr Märkte durchsprechen. Mir war es wichtig, heute auch mal ein bisschen noch aufzuzeigen, worum es im Trading zum Beispiel geht, was wichtig ist, dass nicht immer alles so einfach ist, wie es vielleicht verkauft wird. Und auch ja, dazu aufzurufen, auch für das eigene Trading, auch wenn es mal ja, Phasen gibt, wo man Gegenwind bekommt, wo es schwieriger wird, trotzdem an seiner Strategie, an seiner Systematik festzuhalten, nicht sofort aufzugeben, sondern wenn man ja, Systematiken hat, die einen statistischen Vorteil haben, dann sollte man daran festhalten und es wird auch wieder bessere Phasen geben und dann werdet ihr sehen, läuft das Depot in der Regel auch deutlich
besser und man hat wieder einen Performance-Schub und dann wird man irgendwann natürlich auch wieder in diese Phase kommen. Ansonsten hat man das Problem, dass man dann von Drawdown zu Drawdown springt, weil man sagt, dieses System hat nicht mehr funktioniert. Was wird man machen? Man sucht sich ein System raus, was in dieser Zeit gut funktioniert hat. Aber auch da wird es über kurz oder lang dann einen Drawdown geben. Also geht man von dem aktuell schlechten System zu einem anderen, was jetzt gut lief. Dann kommt da der Drawdown. Was wird man machen? Man sucht wieder nach einem anderen System, das dann gut funktioniert hat. Das wird vielleicht noch mal eine Zeit lang gut laufen. Dann kommt da der Drawdown und man wird damit in der Regel nicht glücklich. Also lieber sich mit diesem System ja arrangieren, dass diese Phasen aufkommen, viel mehr mit den Märkten auch auseinandersetzen und dann hoffe ich, dass ihr mit am Ball bleibt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Webinar wieder einschaltet und vielleicht noch eine kleine Bitte meinerseits, ihr bekommt jetzt, wenn ihr das Webinar zumacht oder wenn ich es gleich schließe, wieder diese kurze Umfrage, wie euch das Webinar gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr dort kurz abstimmen würdet, dann wissen wir immer Bescheid, ob wir noch hier auf dem, ja, auf der richtigen Schiene unterwegs sind oder ob wir was anpassen müssen. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit Mails schreiben an ingmar@ik-invest.de, falls irgendwas unklar sein sollte. Ich schreibe mir eine E-Mail-Adresse gerade auch mal hier in den Chat rein. Und dann ja, wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank. Das freut mich gerade sehr. Hier kommen gerade sehr, sehr viele positive Kommentare rein, dass euch das Webinar gefallen hat und auch mal, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt haben. Vielen, vielen Dank. Ich verneige mich quasi gerade. Danke euch für diese tollen Feedbacks. Das freut mich natürlich extrem. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Das ist ohnehin das Wichtigste. Trading hin oder Trading her. Gesundheit sollte immer vorgehen. Und jetzt einen schönen Abend noch. Weiterhin gute Trades. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Monat wieder bei diesem Webinar dabei sein würdet. Und ja, falls ihr zwischendurch noch etwas von mir hören wollt, dann gerne natürlich den YouTube-Kanal IK Invest abonnieren und dann werdet ihr immer informiert, wenn es entsprechend dort neue Kurzanalysen gibt. Und es wird auch weitere Infos geben. Ich werde gerade in Kürze auch dann Videos mal hochladen, wo ich Produkte erkläre und das sollte dann auch nochmal zum besseren Verständnis beitragen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!